Hallöchen, hier ist Kyok und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Es ist wieder Wahlturnierzeit. Und da sich nicht viel geändert hat, werde ich diesmal nicht nochmal auf die Benachrichtigungen gehen. Stattdessen nehme ich Kirito und Mikoto an. Willkommen im Team. Eure Helden muss ich mir leider in einem anderen Part ansehen, weil wir jetzt pro Aufnahme immer weniger Zeit haben, weil dummerweise das irgendwann asynchron bei mir wird. Und das ja wie gehabt so ist, das glaube ich der erste Charakter im Team, der es mit denen ihr in den Kampf ziehen könnt, werde ich hier einfach mal wie immer Hector raussuchen, wenn ich ihn dann finde. Oh Gott, das ist immer so ätzend. Seltenheit. So, da haben wir ihn schon. Und das dauert hier alles zu lange. Einstellungen kommen auch noch gleich dazu. Ja, weil ich muss vor jeder Aufnahme nochmal das ganze Spiel runterladen und dann ist ja nichts eingestellt. Schande aber auch. Oh, meine Nase juckt. Okay, aber ich glaube, jetzt sollten wir good to go sein. Dann starten wir auch gleich mal. Ah, es ist Wahlturnierzeit und die Sommercharaktere Frauen gegen Männer ist natürlich klar, auf welcher Seite ich stehe. Ich muss für einen Husbando in den Kampf ziehen. Ah. Und es war schwer, sich zu entscheiden, Xander oder Gaius. Aber ich glaube, Gaius schmerzt mich zu sehr, ihn zu sehen, weil ich ihn nicht gekriegt habe. Und ich hoffe, dass wenn ich für Xander kämpfe, ich mich auch noch ein bisschen einschleimen kann bei RNGesus. Bitte, 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 wenigstens ihn. Und das ist so cool und witzig. Xander kann nicht schwimmen. Das haltet mich total. Er hat eigentlich eine echt süße Seite an sich. Puh, und es sieht schon mal nicht so gut aus. Ich bin auch spät dran auf dem Account. Bei den anderen habe ich schon gespielt und ja. Es scheint wieder ein Hin und Her sondergleichen zu werden. Boah, und das hätte ja mal nicht bescheuerter laufen können. Ja, Spring has sprung. Ist nur die Frage, wohin. Oh gosh, was mache ich nur? Yes? Lohnt es sich da überhaupt, einen von euch beiden ein bisschen weiter vorzuschicken? Alright. Keine Ahnung. Oho. Wen opfern wir denn mal? Let's go. Ich glaube, ich komme tatsächlich mit Hector an. Alright. So, komm bis dahin und mal gucken, ob wir Troy irgendwie zu uns bekommen. What can I do? Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass du das noch überlebst. Hector, aber well done. Okay, dann kann Krumm sich weiter opfern. Ja, das wird schon irgendwie. Vielleicht hast du Glück. Oh, er hat tatsächlich überlebt. Chrom. Meine Güte. Da drückst du hier irgendwo noch ein bisschen mehr Schaden, nicht wirklich. Let's go. Brauchst du. Spring has sprung. Darf wohl zuerst angreifen. Schade. Nein, dann hier gegen ihn. Auch wenn es nur 5 Schaden waren, das ist besser als nichts. Oha, oha, oha. What can I do? Oh, schön. Ich habe gehofft, dass du das schaffst, Asura. On it. Mann, was ist denn mit ihr?
Hahaha, überlistet. Ah, schön. Ich dachte echt, das wäre komplett verloren, aber Chrome und Hector sind doch mal gar nicht so schlecht gewesen. Oh ja, 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 wir nehmen das alles an. Danke, 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 Alter. Schön, ich freue mich. Oh, Asura war nicht von uns, das heißt... Oh, wessen Chrome hat mir heute geholfen? Werde ich irgendwann noch herausfinden. Und wie immer sparen wir Flaggen. Sind ganz, 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 ganz vorsichtig, denn immer wenn es heißt, wir müssen reinhauen, dann werden wir mit allem drauf gehen. So viele Schwimmkarte. Ihr habt alle so viele tolle Helden gezogen. Ihr Glücklichen. Ja, das war doch schon mal gar nicht so schlecht für den Anfang. Ich hoffe, wir können noch aufholen. Aber ich bin mir unsicher. Und das wird total schade, wenn Xander schon so früh raus ist. Also ich würde sowieso nicht damit rechnen, dass er gegen einer der Waifus gewinnen kann. Also das Gauntlet bzw. Waldturnier ist auf jeden Fall nichts, was die Männer für sich komplett entscheiden werden können. Aber zumindest in die zweite Runde wäre doch schön für Xander. Ah, mal gucken. Mal gucken, wie es endet. Und ansonsten bin ich sowieso für Gaius. Wenn einer von beiden weiterkommt, ist auch schon super toll. Wenn beide weiterkommen, was wahrscheinlich höchstwahrscheinlich passiert, wäre ich heartbroken gegen Gaius anzutreten. Sollte ich denn weiterkommen mit Xander? Ansonsten ist natürlich klar, wenn Leo gewinnt, sofort auf Gaius Seite, auch wenn mein Herz immer wieder bricht. Ich habe ihn nicht gekriegt. Ah ja, genug gelabert. Das wird hier sehr asynchron, wobei es ist hier gar nicht mal so schlimm, wenn hier sowieso gerade im Bild nichts passiert. Aber ja, in den nächsten Parts versuche ich dann, das alles nochmal ein bisschen schneller zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr ebenso, ja, freudestrahlend und happy und... einfach mit Bock ans Wahlturnier rangeht. Wie gesagt, es hat sich ja nichts geändert an den Regeln. Wir haben die gleichen Boni-Regeln wie beim letzten Mal. Also hoffe ich, dass es relativ knapp bleibt. Und ja, keiner jetzt unzurechtmäßig verliert oder gewinnt, weil die Spanne zu weit auseinander geht. Na gut. Ach, genug gelabert. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.